Willkommen zurück bei Okami. Wir sind immer noch in Kamiki. Ja, genau. Wir sind wieder zurück bei Okami und beim letzten Mal, wer sich vielleicht erinnert, letzte Woche haben wir von Sakuya, die in Auftrag bekommen, die hat uns darum gebeten, dass wir ihre Wächtersprösslinge wieder zum Leben erwecken. Und dazu hat sie uns ein paar hübsche Markierungen auf der Karte gemacht, genau. Auf der nicht. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Und laufen jetzt, nachdem wir letztes Mal den Weg hier freigeräumt haben, jetzt mal da durch. Shinshu-Feld. Hä? Das hier weißt du vielleicht schon, Ami, aber das hier ist das Shinshu-Feld. Das schönste Feld in Nippon. Zumindest wird das so gesagt. Aber seit diesem Zwischenfall empfange ich hier schlechte Schwingungen. Wir sollten besser aufpassen, wohin wir gehen. Du kannst dir die Karte ansehen, indem du die L2-Taste gedrückt hältst. Achte auf die Karte, während wir voranschreiten. Genau, also wenn ich jetzt hier rauf gucke, wir haben zwei Markierungen auf der Karte. Vielleicht seht ihr da diese pulsierenden Kreise und dieses rote etwas. Das ist, da sollten wir lieber nicht reinlaufen. So, nachdem wir beim letzten Mal ein bisschen irgendwie mein Controller nicht ganz funktioniert hat, was jetzt? Ami, das da ist der erste Wächtersprössling, der auf unserer Karte markiert ist. Das scheint ein Platz zu sein, an dem sich Reisende ausruhen und erholen können. Aber jetzt guck dir das an. Er sieht aus, als würde er jeden Moment zusammenfalten. Ja gut, sieht er nicht aus. Dieser Platz macht definitiv einen verfluchten Eindruck. Orte, an denen das Böse Fuß gefasst hat, locken Monster von nah und fern an. Sie werden verfluchte Zonen genannt. Aber ich habe noch nie eine so große wie diese hier gesehen. Sie hat alle Pflanzen in diesem Gebiet verwelken lassen, sogar diesen großen Baum. Es würde ein Monster mit Kräften größer als die eines Gottes brauchen, um dies zu bewerkstelligen. Dieser Baum ist ein Abkömmling von Sakuya. Er beschützt die Natur hier in dieser Gegend. Ich frage mich, ob die natürliche Schönheit wieder zurückkehrt, wenn wir ihn wiederbeleben. Aber wie können wir das schaffen? Ja, wir sollen jetzt die Wächtersprösslinge ja wieder befreien. Und wir sehen, also Isun hat es ja gerade gesagt, wir haben hier eine verwelkte Zone. Aber ich war ja gerade beim Controller, der hat letztes Mal ein bisschen gestreikt irgendwie. Deswegen, ich habe den jetzt mal gewechselt. Wir sind ja also jetzt hier kabelgebunden mal unterwegs. So, ich renne mal da zu dem Baum. Hier ist eine Figur. Also auch alles an Menschen ist wieder hier. Eine weitere Statue. Hat sich hier jeder zu Stein verwandelt? Sie müssen von einem fürchterlichen Fluch betroffen sein. Der einzige Weg, ihnen zu helfen, ist, diese verfluchte Zone des Bösen loszuwerden. Ja, also wir müssen hier alles loswerden. Also diese verfluchte Zone, mal gucken. Susanoo ist ja beim letzten Mal auch hier wie ein Berserker auf einmal losgerannt. So, den Topf nehmen wir auch noch mit. Da haben wir Tint und ein bisschen Yen. Und gucken, jetzt laufen wir mal nach da hinten. Der da ist nicht zu Stein verwandelt. Mal gucken, was der zu sagen hat. Zuhören. Namenloser. Was ist gerade passiert? Ich war gerade dabei, Holz zu fällen, um mich zu wie gewöhnlich an der Natur zu erfreuen, als ich auf einmal ein lautes Rumpeln vom See wie von einem Erdbeben hörte. Dann weht auf einmal ein mächtiger Windstoß aus dem Nichts. Ich weiß nicht, was als nichts passiert ist, aber als ich wieder zu mir kam, war es so, wie es jetzt ist. Meine Kunstwerkstatt war genau auf der anderen Seite des Stroms, aber sie ist verschwunden, als diese verfluchte Zone hier aufgetaucht ist. Die Erde muss wütend sein. Mann, alles, was ich immer wollte, war in Eintracht mit der Natur zu leben, aber das geht jetzt nicht. Ich habe einen seltsamen Kauz bemerkt, der vom See nach Kamiki lief, aber wer immer das auch ist, Mann, ich hoffe, Mutter Erde wird ihn beschützen. Aha. Also auf der Seite da drüben war seine Werkstatt. Aber er hat noch was. Was ist mit der Natur bloß los, Kumpel? Willst du die Höhle erforschen? Sie ist der Eingang zu einem Ort, den man Hanatal nennt. Dort gibt es einen unglaublichen Wasserfall, aber die Monster leben jetzt da.
Dort gibt es eine spacige Kristallkugel, die die Pflanzen wachsen lässt. Man würde denken, dass Gärtner scharenweise wegen ihr kämen. Tatsächlich ging vor nicht allzu langer Zeit dieser Susano da rein. Das ist seltsam. Normalerweise rennt er davon, wenn er ein Monster sieht. Und er scheint auch nicht der Typ zu sein, der sich mit der Gärtnerei beschäftigt. Auf jeden Fall bedeutet es schlechtes Karma, Mann. Man könnte angegriffen werden, wenn man da reingeht. Ja, also die haben ja auch immer eine sehr interessante Ausdrucksweise. Also Susano ist da wohl in die Höhle gerannt, zwar in die Hana-Höhle. Jetzt habe ich gerade, meine Kamera hat hier gerade ein bisschen. In die Hana-Höhle. Jetzt gehen wir mal, laufen wir einfach mal hinterher, das ist nämlich das gute Stück. Hana-Tal, okay, nicht Höhle, sondern Tal. Hier haben wir einen Speicherpunkt, ja, zum Hana-Tal. Das ist ganz interessant, es gibt nämlich zwei Bedeutungen für das Wort Hana. Also Hana heißt zum einen Blume, erhalten, Reiseglücksbringer. Schützt Reisende vor Gefahren, erhöht die Göttlichkeitsstufe um 1. Ja, Hana heißt Blume, wenn man das so schreibt. Ich blende euch erstmal ein. Oder wenn man es anders schreibt, heißt das auch Nase. Ich finde eigentlich im Zusammenhang mit dieser Geschichte den Begriff Blume passender dazu. Das werden wir gleich noch sehen. Aber es gibt hier wohl auch Anspielungen darauf, dass es Nase heißt. So, die feiern da eine Party, die Dämonen. Mit Musik. So, aber... Oh, den haben wir jetzt gerade schwarz gemacht. Wir haben keine Tinte mehr, verdammt. Mist. Ah, jetzt haben wir wieder Tinte. So. Die schützen sich nämlich mit ihren Instrumenten. Und dann kann ich da nicht mehr raufhauen. Oh. Mit dem Zielen ist auch nicht gerade so. Ja, das gibt keine Bonuspunkte, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wir sehen es, Schaden habe ich nicht sehr viel angerichtet. Aber die Zeit war wohl sehr gut. So. Da ist es und zack, ist es auch schon wieder weg. Hä? Wir haben die Monster erlegt. Warum verschwindet dann die Kraft der Götter? Ich schätze, der Fluch auf den... Göttern dieses Landes muss wirklich stark sein. Sie können nicht intervenieren, solange wir uns nicht um diese verfluchte Zone gekümmert haben. Ja, also, wir haben es ja beim letzten Mal gesehen, dass wenn wir gegen Monster kämpfen, also wenn da was ist, erhalten. Futtersack Fisch. Frischer Fisch, unwiderstehlich für Tiere, die Fisch fressen. Ja, die spielen auch mit Offensichtlichkeiten. Ja, dass wenn wir gegen Monster kämpfen, dann manchmal ein Gebiet wieder erblüht und befreit wird. Hey, guck dir diesen Baum an, er bewegt sich. Pass lieber auf, Ami. Was sollen wir jetzt machen? Wir schießen ihn zurück. Ami, hast du gerade das getan, was ich glaube, dass du es getan hast? Hast du den Kraftstreich benutzt, um die Frucht auf dem Baum zurückzuschlagen? Hehe. Er hat seine eigene Medizin zu Kosten bekommen. Komisches Deutsch. Lass uns uns schnell an diesem unheimlichen Baum vorbeigehen, solange wir können. Ja, wir rennen mal lieber schnell weiter. Den ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt und laufen hier weiter. Davon haben wir nämlich ein paar. So, irgendwo muss doch hier... Ups. Ja, das ist draufgemalt. Ach, da steht Susano. Ja, die fahren schon in der Party.
Ja. Genau, wir sehen ja, dass die auch so eine Muster tragen. Die haben ja diese Maske auf und da sind ja Schriftzeichen drauf. Erstaunlicherweise. Die ich hier gerade platt gemacht haben, die dieses Zeichen hier tragen. Habe ich nachgeguckt. Also es ist mal schwierig. Ja, wo bin ich wohl? Guck mal, ich mache dich jetzt mal schwarz. Nee, das war's nicht. Voll daneben gemacht. Und damit haben wir ihn platt gemacht. Und der hat dieses Zeichen. Ich habe das mal nachgeguckt gehabt. Also... Ah, sehr gut. Was passiert jetzt? Moment. Ach, jetzt ist da das Bild frei. Und Susano ist da. Was soll der Lärm? Ach, du bist es, du Kläffer. Was machst du hier? Geh nach Hause, ich hab dir bereits gesagt, dass ich keinen Schüler gebrauchen kann. Jedenfalls ist das Hanatal kein Ort für einen Hund wie dich. Warum denn nicht? Dort hinten ist mein geheimer Trainingsplatz. Es ist der perfekte Ort, um sich zu verstecken. Hä? Ich meine, um zu trainieren. Und jetzt hau ab, hinfort mit dir. Ja. Ja, also diese Zeichen, die ich gerade eben angesprochen habe, kleine Informationen, bevor es hier mal weitergeht, habe ich mal nachgeguckt, weil ich kenne die ja eben, ich kenne die Zeichen ja halt und das eine kenne ich eigentlich, also dieses Zeichen hier, kenne ich ja eigentlich als das Schriftzeichen, was wir als I aussprechen würden im Katakana. Oh, es wird Nacht. Und aber ob das jetzt eine Bedeutung hat, ich habe nachgeguckt, ob das, also eigentlich ist es auch ein Radikal, aber ich habe jetzt keine eindeutige Einordnung dafür gefunden. Aber dieses zweite Zeichen, was dieser Trommeldämon hier trug, nämlich dieses hier, kann man auch als dieses Zeichen hier sehen und das heißt dann so viel wie 8. Also steht für die Zahl 8. Ob das jetzt eine genaue Bedeutung hat, also ich würde mal vermuten, es hat was mit dem Kampfsport zu tun. Weil, weiß ich nicht, ob jemand von euch Kampfsport betreibt, beziehungsweise ich kenne das noch aus dem Karate. Da wurde es nämlich dann auch unterschieden, also je höher die Zahl ist, umso geringer ist dein Kampfgrad. Das heißt also, wenn du jetzt beim Karate beispielsweise der 9. Q, glaube ich, ist der geringste, wenn ich mich richtig erinnere. Und je höher die Zahl ist, umso höher, also umso kleiner die Zahl ist, umso weiter ist man im Kampf. Vielleicht kommt es daher. Aber jetzt gucken wir erstmal, ist so ein Sprinttier. Wow, sieh dir mal die Wandmalerei an. Ich habe gehört, dass ein Kristall, der Bäume wachsen lässt, irgendwo hier auch bewahrt werden soll. Aufgrund dieser Malerei würde ich sagen, dass das Gerücht stimmt. Trotzdem, irgendetwas stimmt nicht. Findest du nicht auch, dass es fehlt irgendwas auf dieser Malerei? Ja, sieht ein bisschen unfertig aus. Sieht aus wie eine Darstellung eines Rituals, mit dem man Bäume wachsen lässt, klar. Aber findest du nicht auch, es fehlt irgendwas auf dieser Malerei? Ich weiß, die Sonne, das ist es, was fehlt. Dann möchte man noch glatt selber die Sonne reinmalen. Ja gut, dann malen wir doch mal einfach die Sonne da rein. Zack, Kreis. Dann haben wir auch die Sonne reingemalt. Ja, also ich würde mal glauben, dass mit den Zahlen... Ich denke mal, das sollen Zahlen sein. Also beim ersten weiß ich es nicht, aber bei dem anderen denke ich mal, dass es der Fall ist. Was um Himmels Willen? Wie ist das passiert? Nun, jetzt kann ich mich verstecken gehen. Ich meine, jetzt kann ich trainieren gehen. Ist klar, Alter. Ja, also der Susano ist auch so eine Marke. Also ich denke mal, dass mit diesen Zahlen es kommt. Also man könnte es so ableiten. Jetzt wird schon wieder Tag. Also ständiger Wechsel hier mit den Tageszeiten. So, jetzt gucken wir mal, ob der auch wirklich trainieren ist, der Alte.
Ach, ist ja süß. Was für ein seltsamer Ort. Ist das wirklich der geheime Trainingsplatz, den Susano erwähnte? Wo ich schon von ihm spreche, wohin ist der Alte denn überhaupt? Ja, der Alte. Mal kurz gucken, wenn wir jetzt hier auf die Karte gehen. Also wir sind hier... Ja, da hat er uns was markiert. Aber ich gehe mal kurz... nee. Ach, da ist die Karte. Ach, wir können nur Zoom in und Zoom out. Ja, das war ich gerade ein bisschen doof. Genau, und jetzt wir sind bei der zweiten Markierung. Und wenn wir da weiter reingehen, da sind wir nämlich im Hanatal und da. Das ist also die zweite Markierung auf unserer Karte. Ja, sieht aus wie so ein kleines Sakuya-Bäumchen. Was ist denn mit diesem winzigen Sprössling los? Ich rieche einen schwachen Duft, als ob Sakuya aus diesem Sprössling käme. Gut, dann gucken wir mal. Wo eigentlich müsste ja Susan hier sein, aber wieder nicht. Also schlagen wir uns mal einen Weg frei. So. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch... Ich versuche mal die Folgen. Was meckert er denn? Was nun? Du widerliche Bestie. Wie bist du hierher gekommen? Widerliche Bestie? Absolut widerlich. Der Bär will ja nur schlafen. Ja, der Susano ist ein bisschen... Er geht über. Du hast ganz schön Mut, in meinen geheimen Trainingsplatz reinzuschleichen. Jetzt wirst du meine neue Geheimtechnik zu spüren bekommen. Deine widerliche Bestie sieht für mich wie ein gewöhnlicher, schläfriger Bär aus, Alter. Ja, ist er ja auch. Genug geredet. Meine Klinge verlangt zu kämpfen. Ja, völlig überheizt. Jetzt komme ich. Susano-Stil. Susano! Super, wenn man... Su? Ja, okay. Sa? No. Ja, ich werde euch mal die Zeichen... Susano, okay. Einblenden, was es heißt. Und nun der Susano-Stil. Explodierende Implosion, ne? Die ja schon wieder. Ach Gott, jetzt muss auf den armen Bären hauen. Ups. Oh, was für ein gemeiner Kerl, Alter. Oh. Das wird dir eine Lehre sein, du närrische Bestie. Du bist in meiner neuen Geheimtechnik nicht gewachsen. Ja. Yeah. Alter. Das ist nicht okay. Hä? Ja, jetzt kommst du zum Schützen, ne? Klar. Also, Ruhe in Frieden, widerliche Bestie. Der große Krieger Susano verurteilt die Aggression, nicht den Aggressor. Aber es gibt noch etwas, gibt noch weitere Monster, um die ich mich kümmern muss. Alter. Der spinnt. Total. Der ist total hitzig. Ja, ich blende euch mal hier die Symbole, die eben gerade aufgeleuchtet haben, ein mit ihren Bedeutungen. Die habe ich jetzt gerade mündlich nicht so parat. Huch, jetzt ist das Licht wieder da. Okay. Der Bär pennt hier. Mann, er schläft immer noch wie ein... Nun ja, ein Bär. Was für ein Schnarchen. Dagegen hört sich Susanne Schnarchen an wie das Schnurren eines Kätzchens. Ja, wer sich erinnert, in Folge 2 hatten wir den schlafenden Susanne schon gehabt. So, jetzt räumen wir mal die Kugel hier durch die Gegend. Und werden dabei auch noch schneller. Kontrolle und so. Warte mal auf, da hinzuspringen. Kamera nicht vorhanden. So. Hör mal auf, ist so ein. Du nervst.
Gehst du jetzt da? Ja, manchmal bleibt man irgendwie ganz komisch dran hängen. Gehst du da jetzt hoch? Los, hopp. Na, also jetzt haben wir es oben. So, jetzt rollt die Kugel da rein. Wow, irgendjemand hatte eine Menge Freizeit, um sich das hier alles auszudenken. Also das war die Kugel auf der Wandmalerei. Ah, da. Da, sehen wir es. Da ist das Bild. Ich wette, der Kristall ist magischer Natur oder so etwas. Okay, so wenn ich jetzt... Das heißt ja, wir müssen hier die Sonne hinmalen. Wie das auf dem Bild der Fall ist. Jetzt ist so ein bisschen vorm Wasserfall. Ah, aber jetzt ist es wieder drüber. So, Licht. Ah, und da ist der... Der sieht aber auch noch nicht so berauschend aus, der Baum. Hey, ist das ein Wächtersprössling? Er ist ganz verwelkt wie die anderen. Was zur Hölle? Wer hat das Licht ausgemacht? Oh, es ist eine weitere Konstellation, Ami. Okay, Sterne. So. Hier müssen wir jetzt mal zwei Sterne nachmachen. So, und da kommt er auch schon. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten unser aller Mutter. Mein Dank dafür, dass du meinen Körper von seinem Schlaf erweckt hast. Bitte akzeptiere meinen untertänigsten Dank für deine große Freundlichkeit. Ich, Hanagami, ein Gott der Flora, gebe dir glücklich meine Kraft. Setze sie nach deinem Ermessen ein. Da haben wir schon die nächste Technik. Das war Sakigami, einer der Götter der Flora. Anscheinend kann die Pinseltechnik zum Blühen bringen. Man muss einfach einen Kreis um die Krone eines verwelkenden Baumes malen. Hey! Vielleicht kann man auch damit die verwelkten Wächtersprösslinge wieder zum Blühen bringen. Gut, da malen wir jetzt mal einen Kreis rum. Ja, also das war Sakigami, dieser Affe, Affengott, einer von denen. Ne? Ach ja, die ist wieder da. Und alles blüht. Es gibt Glück für uns. 30. 30 Punkte Glück. Wow, sieh nur, wie schnell alles wieder gewachsen ist. Sakuya hat nicht übertrieben. Alles, was die Macht der Wächtersprossling betrifft. So sieht das Hanatal also wirklich aus. Es scheint so, als hätte Sakuyas Wächtersprossling den bösen Fluch gebrochen. Ich weiß nicht, wie schwach die Götter in letzter Zeit geworden sind, aber es muss eine verflucht starke Macht gewesen sein, die diese prächtigen Wächtersprosslinge unterdrückt hat. Sogar wenn du die wiedergeborene Shiranui bist, wir könnten hier an einer größeren Sache dran sein als erwartet. Hey, Ami? Was ist mit dem verwelkten Wächtersprossling außerhalb? Ich wette, du kannst ihn genauso wiederbeleben, genau wie diesen. Ne? Und indem du den Wächtersprossling wieder zum Nehmer wächst, können wir wahrscheinlich den Fluch dort auch aufheben. Auf was warten wir noch? Nicht lange nachdenken, los geht's. Ja, okay. Damit kann man die Wächtersprosse legen. Ja, aber ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ja, beziehungsweise erkläre ich jetzt nochmal was eben gerade zu dem Gott, der uns gerade begegnet ist. Und zwar hat
Ist nun den ja Sakigami genannt? Aber er selber sprach ja von Hanagami. Hat nämlich von und Ursprung mal als Erklärung zu den Göttern, beziehungsweise warum ich auch den Namen Hanatal hier für in Verbindung mit dem Wort Hana für Blume passender finde. Und zwar heißt nämlich Sakigami, kommt nämlich von dieser Vorteil. Saki kommt nämlich von nichts anderem als von dem japanischen Wort Saku, was so viel wie blühen heißt. Also, und das haben wir eben gemacht. Wir haben ja hier diese Blühpinseltechnik angewandt. Dafür ist der zuständig und der gehört zu dem Affentrio. Und dieses Affentrio heißt Hanagami. Also es sind drei Affen mit drei unterschiedlichen Fähigkeiten. Und diese Affen nennen sich Hanagami. Eben, und die sind halt die Götter der Flora. Und genau, der Flora. Und deswegen finde ich den Namen Hanagami ganz praktisch. So, aber wir wollten es heute mal nicht so lang halten mit den Folgen. Und deswegen sage ich, wir machen für heute hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn es wieder heißt Okami. Und bis dahin, habt ihr Spaß! Das war's dann heute auch schon wieder mit Okami. Diesmal keine so lange Folge wie beim letzten Mal, also keine 40 Minuten gepresst mit Informationen, sondern etwas weniger, trotzdem wieder mit viel Information. Ich denke mal, wir haben in dieser Folge gemerkt, dass die japanische Sprache eine sehr schriftgesteuerte Sprache ist, vor allem am Beispiel mit dem Hanatal. Sonst weiter, ja, könnt ihr, wie immer, liegt es an euch jetzt, eine Bewertung zu lassen, positive Bewertungen oder halt eben reinschreiben, was nicht so gut war. Oder natürlich könnt ihr wieder bis Mittwoch eure Fragen schicken, was ihr denn noch gezielt wissen wollt über das Japanische. Da bin ich für alles offen und wenn ihr da Fragen habt, werde ich die euch gerne in der nächsten Folge beantworten. Wie gesagt, bis Mittwoch habt ihr die Möglichkeit, diese einzureichen bei mir, wie ihr wollt, als Kommentar, persönliche Nachricht oder bei Twitter. Das könnt ihr euch aussuchen. Sonst, morgen ist ja schon wieder die nächste Folge für Bioshock dran. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal vorbeigucken oder einfach auf den Kanal-Button klicken und ein anderes Projekt raussuchen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich euch bei Okami mit Informationen zuknalle. Und bis dahin, habt ihr Spaß!